Einen Moment noch mit dem Video. Ich muss gerade noch mal die ersten zwei Seiten von Frankenstein lesen. Sometimes I barely recognize this place. Hallo liebe Musikfreunde, The National haben noch nicht mal ein halbes Jahr nach ihrem letzten Studioalbum The First Two Pages of Frankenstein mit Love Track jetzt ihr 10. Studioalbum rausgebracht. Und zwar vollkommen unangekündigt und quasi über Nacht. Mit über einer Stunde Spielzeit kommt es recht opulent daher. Matt Berning scheint also seine Schreibblockade, die ihn noch zu einem Easy-to-Find-Zeiten gequält hatte, überwunden zu haben. Anders als die plötzliche Veröffentlichung kann die Idee zum Album Love Track nicht besonders spontan entstanden sein. Schließlich sind sämtliche Songs bei den gleichen Sessions aufgenommen worden wie die zum Album The First Two Pages of Frankenstein. Die enge Verbindung beider Alben wird hier auch grafisch hergestellt durch die sehr ähnliche Covergestaltung. Ist Love Track jetzt also ein Album, das man unbedingt mit seinem Vorgänger The First Two Pages of Frankenstein zusammen betrachten muss? Immerhin spricht der Pressetext von einer Art Doppelalbum. Allerdings, wenn das Album jetzt am 17. November in die Läden kommt, dann als Doppelvinyl. Love Track ist für sich genommen also schon ein Doppelalbum. Zusammen mit dem Vorgänger handelte es sich dann um ein Dreifachalbum und sowas geht ja selten gut. Und überhaupt, wie soll denn Frankenstein mit einem Love Track, also einer Gelächterspur, zusammengehen? Ich denke also, es wird das Beste sein, Love Track hier als eigenständiges Werk zu verstehen. Genügend Material dafür bietet es jedenfalls. There with your pistol telling me not to be so melodramatic. Wie immer bei The National basieren jetzt auch hier bis auf den letzten Song alle auf Playbacks, die Aaron Dessner im Vorfeld angefertigt hat und über die Matt Berninger dann seine Melodien komponiert hat und die anderen bringen dann noch Ideen mit ein an ihren Instrumenten. Das ist eine Verfahrensweise, mit der auch zum Beispiel das Taylor Swift Album Folklore aufgenommen wurde, für die Dessner eben auch solche Playbacks angefertigt hat. Und auch wenn The National jetzt für dieses Album mehr live auch im Studio zusammengespielt haben, wie man hört, so bilde ich mir doch immer noch ein, dass man ganz genau hören kann, welche Bestandteile eines Songs diese Playbacks sind und was erst nachträglich dazu gekommen ist. Es kann natürlich auch Einbildung sein. What if I never been alive? I slipped in the sleeve of the record I gave you. Und ich muss sagen, dass durch dieses Zustandekommen der Songs so eine gewisse Geschlossenheit, böse Zungen könnten auch sagen, Gleichförmigkeit entsteht. Die Songs ähneln sich alle so ein bisschen in Stimmung, Klang und Tempo. Eine Ausnahme bildet da vielleicht der zweite Track, Deep End Paul in Pieces, mit seinen etwas schnelleren Rhythmen. I'm drowning out. Abwechslung bietet aber vor allen Dingen der Album Closer Smoke Detector mit seiner fast 8 Minuten Spielzeit und einer Soundgestaltung, die sehr an Postpunk erinnert, auch durch diese Auflösung von Soundstrukturen und gesamte Instrumentierung. Zustande gekommen ist der Song übrigens spontan bei einem Soundtrack für einen Auftritt in Vancouver im Juni dieses Jahres. Über diesen Jam, den die Band da performte, hat Matt Berninger dann ganz spontan Lyrics getextet, die ihm schon seit längerer Zeit im Kopf rumgingen, für die er allerdings bisher nie so richtig Verwendung gefunden hatte. Smoke detector, smoke detector. All you need to do is protect her. Smoke detector. Smoke detector, smoke detector. All you gotta do is protect her. Und vor allem die bekenntnishaften Zeilen. Ich sitze hier im Hinterhof in meinen Krankenhausslippern. Immerhin hänge ich nicht mehr auf dem Dach rum. Hoffentlich erinnert sich in einem Jahr keiner mehr daran. Das sind Zeilen, mit denen er sehr selbstironisch auf seine Depression anspielt. Immerhin scheint er inzwischen medikamentös gut eingestellt zu sein. Er wirkt auf dem gesamten Album ruhig und gefasst. Nicht einmal beschleunigt sich beim Singen sein Herzschlag über Ruhepulsniveau. Und auf diese Tour gelingt es ihm auch, ein Song, der von seiner Grundstruktur eher ein bisschen flotter ist, wie zum Beispiel Turn Off The House, so klingen zu lassen wie in Watte eingepackt. Es handelt sich insgesamt um ein sehr ruhiges und melodisch unaufdringliches Album. Full body gentle shutdown, so many people let down, don't even think
Was zu diesem ruhigen Eindruck natürlich nicht unwesentlich beiträgt, das ist das altbekannte Bariton Matt Berningers, dem man von Album zu Album dabei zuhören kann, wie es immer brüchiger wird. Und er nähert sich jetzt in einigen Songs sogar diesem dunklen Sprechgesang eines Leonard Cohen an. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got. Alle drei Features auf dem Album passen meines Erachtens so richtig gut. Da wäre zunächst zu nennen das mit Bonnie Ware, das man ja schon kennt aus dem lange zuvor ausgekoppelten Song Weird Goodbyes, dem jetzt hier auf dem Album eine Schlüsselfunktion zukommt. Denn die Band gibt an, das gesamte Album um diesen einen Song herum konzipiert zu haben. Und die Stimmen Matt Berningers und Justin Vernons passen hier auch so richtig schön zusammen. Und auch der Titelsong überzeugt hier durch einen Gesangsbeitrag Phoebe Bridgers, der mich fast meine alten Vorbehalte gegen Duette vergessen lässt. Der Oberhammer ist dann allerdings das country-eske Duett mit Roseanne Cash, der ältesten Tochter Johnny Cash. Das sorgt hier kurz vor Ende des Albums für mich nochmal für so einen richtigen Höhepunkt. Neben den sparsam wie geschmackvoll ausgewählten Features gefällt mir vor allen Dingen, dass die Band The National jetzt wieder als Band so richtig in Erscheinung tritt. In Interviews zu ihrem Album I'm Easy to Find gaben sie noch zu Protokoll, dass sie eine offene Band seien, die jede Menge Gastmusiker zuließen und das Bandkonzept sei für sie ohnehin ein veraltetes. Das hat mich damals lesend enorm frappiert und wie ich inzwischen festgestellt habe, nicht nur mich, sondern auch andere Fans der Band. Davon sind sie inzwischen allerdings wieder abgekommen und präsentieren sich jetzt hier wieder als geschlossene Einheit, als Gang, als Band. Love Track ist für mich ein Album, das wirklich mit jedem Hördurchgang wächst. Es ist ein Album, auf dem auch kein einziger schlechter Song zu finden ist. Es ist das perfekte Herbstalbum und eignet sich wie kein anderes zum herbstlichen Runterkommen, Tagträumen oder einfach nur als Hintergrundmusik für Mittagsschläfchen. Es hat einen sehr geschlossenen, aber nie klaustrophobischen Charakter und bekommt hier von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Ja, liebe Musikfreunde, wie gefällt euch das neue Album Love Track von The National? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal, denn dann verpasst ihr auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben reviewe oder über interessante musikalische Themen spreche. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!